hier ist nun der zweite Teil meines Ask Lubella Videos. Der erste ist verlinkt in der Infobox und es geht direkt weiter. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Eure Fragen sind bestimmt auch dabei. Die liebe XXX, Illy XXX, fragt, was willst du noch alles? Oh, schwierige Frage. Also, was willst du noch alles als YouTuberin erreichen? Vielleicht mal auf irgendein Event zu fahren und ein paar Leute kennenzulernen, ein paar andere Blogger und Vlogger kennenzulernen, sowas. Das würde ich gerne erreichen, ja. Dann fragt sie noch, magst du Schokolade? Und soll ich euch was sagen? Ich liebe Schokolade. Also ich bin so ein Schokoladenfreak. Wer mir eine Freude machen will, der braucht mir nur Schokolade zu schenken. Ich liebe Schokolade. Dann fragt die liebe Rienchen MC, was würdest du als erstes machen, wenn du den ganzen Tag so viel Geld ausgeben kannst, wie du willst? Oh, shoppen. Shoppen, alles mögliche, Klamotten, Kosmetik, Möbel aber auch. Dann mir ein Auto kaufen und aber auch natürlich sehr, sehr viel spenden würde ich. Spenden auf jeden Fall, meiner Mutter was geben, meinem Papa was geben, meinen Geschwistern, meinem Freund, einfach jedem. Was wäre ein Grund, um dich sehr stark mit Willi zu streiten? Also Willi ist ja mein Freund, für die, die es nicht wissen. Ich sag mal, Untreue wäre natürlich ein Grund, aber das ist dann kaum noch ein Streit. Also ich finde, das ist für mich ein klarer Schlussmachgrund, deshalb wäre das gar kein Streitgrund mehr. Nee, weiß ich nicht. Sonst eigentlich gibt es immer mal so Streit, wenn man anderer Meinung ist oder so, aber es sind immer so kleine Streits, also deshalb so richtig stark, weiß ich jetzt nicht. Eine schwierige Frage. Meine liebe Annie Liv Messner fragt, was war dein Lieblingsfach in der Schule und worin warst du am besten, also Lieblingsfach Deutsch? Ja, in der Schule am besten war ich in Sport und in Sozialkunde. Für die, die wissen, was Sozialkunde ist, ich glaube in anderen Bundesländern, da heißt das Sozialwissenschaften oder Philosophie zum Beispiel auch. Wie viele Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch und kann Latein lesen und schreiben, aber sprechen, ich weiß nicht, kein Mensch spricht Latein, aber ich kann es auf jeden Fall, habe es gelernt in der Schule, also kann, können ist auch übertrieben, aber ich habe es gelernt. Hast du eine Lieblingsserie? Standard, How I Met Your Mother, Two Broke Girls, aber auch Jeremy's Next Topmodel und sowas gucke ich auch sehr gerne. Schaust du Pretty Little Liars? Nein, schaue ich nicht. Aber ich glaube, ich werde es mal schauen, weil mich schon viele darauf aufmerksam gemacht haben, komischerweise. Und schaust du Jeremy's Next Topmodel? Und wenn ja, hast du eine Favoritin? Und ja, ich schaue Jeremy's Next Topmodel, natürlich. Ich liebe Jeremy's Next Topmodel und ich hatte die ganze Zeit Sandy als Favoritin. Ich fand die irgendwie total lieb und die war ja nicht so verlogen, finde ich, wie die anderen. Aber mittlerweile, also jetzt sehr ausgeschieden, jetzt finde ich Tiki, finde ich natürlich auch sehr witzig. Die liebe Lina Petzold fragt, was ist dein Lieblingsfilm? Ich habe gar keinen Lieblingsfilm, aber ich gucke Horrorfilme sehr, sehr gerne. Bloß nicht allein, also am liebsten mit meinem Freund. Aber ohne Blut. Nur mit Psyche hier. Liest du, wenn ja, was? Mittlerweile lese ich sehr, sehr selten nur noch, weil ich gar nicht mehr dazu komme. Aber früher, vor allem in den Ferien, habe ich immer Bücher verschlungen. Und ja, da habe ich so alles Mögliche, was man damals so gelesen hat. Die Twilight-Saga. In letzter Zeit habe ich auch richtig gerne Krimis gelesen. Also so Kriminalromane und Thriller, sag ich mal. Hast du ein Haustier? Nein, leider nicht mehr. Ich hatte damals am Anfang Fische und dann hatte ich zwei Meerschweinchen. Aber die sind leider gestorben, deshalb habe ich sie nicht mehr. Wovor hast du Angst? Wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Ich habe Angst vor Verlust auf jeden Fall, dass mir irgendein ganz wichtiger Mensch abhanden kommt, sag ich mal. Davor habe ich sehr Angst. Ich habe auch so eine anderen Ängste, sage ich mal, die nicht wirklich richtig krasse Ängste sind. Aber ich habe zum Beispiel Platzangst, so eine kleine. Mein Charakter, also wie würde ich den beschreiben? Ich bin nicht introvertiert und ich bin nicht extrovertiert. Also ich bin genau was dazwischen. Wenn ich Leute toll finde und nett, dann bin ich total aufgeschlossen, rede ganz, ganz viel mit denen. Und ich bin auch, sag ich mal, sehr neugierig. Also ich frage sehr gerne nach. Und wenn mir jemand was erzählen will, dann erzählt er mir auch meistens alles. Ich höre einfach nur zu und das tut den meisten Leuten schon gut. Dann fragt die liebe Dylan Boger, machst
du noch lange weiter oder hörst du irgendwann auf mit YouTube? Also ich hoffe natürlich, dass ich noch ganz lange weiter YouTube mache. Ich hoffe nicht, dass ich aufhöre. Mir macht so einen Spaß. Also ich möchte nicht aufhören mehr. Dann fragt die liebe Celine Traub, wie würdest du dich und deinen Look beschreiben? Beziehungsweise stylen. Ich glaube, das ist unterschiedlich auch. Ich bin nicht so der sportliche Typ, aber ich bin auch nicht der eleganteste Typ. Also ich bin eigentlich genau was dazwischen. Dann fragt meine liebe Vicky H., wenn es ein Buch über dein Leben geben würde, würdest du es lesen? Also dann das, was in der Zukunft passiert. Ich glaube, ich wäre zwar sehr neugierig und würde bestimmt vielleicht mal ganz kurz reinspicken, aber ich glaube nicht, dass ich es mehr durchlesen würde. Davor hätte ich zu große Angst, glaube ich. Ich glaube nicht. Und die anderen Fragen, die sie gefragt hat, wurden schon gefragt. Aber danke, dass du trotzdem so aktiv gefragt hast. Dann fragt die liebe Pauli Sweetie, welcher ist dein Lieblingsnagellack oder dein liebster Nagellack? Da habe ich mal diese drei hier rausgesucht. Der war mal in der Glossybox drin. Das ist Nails Ink London. Das ist so ein Rotton, dunkler Rotton. Sehr, sehr schön, glänzt und sieht einfach toll aus auf den Nägeln, wenn man mal ein bisschen eleganter und schicker aussehen möchte. Dann den hier von Essence, der That's What I Mint Nagellack. Ein wunderschöner Mintton, passend zum Frühling und zum Sommer. Und der weiße Nagellack hier von Essie, das ist die Farbe Blanc. Von der Haltbarkeit unschlagbar. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Nagellack gehabt, der so lange gehalten hat. Wie lange machst du schon YouTube? Ich bin angemeldet seit Juni, glaube ich. Aber so richtig regelmäßig Videos habe ich, glaube ich, erst seit 6 oder 7 Monaten hochgeladen. So ungefähr ein halbes Jahr. Würde ich sagen. Da habe ich so regelmäßig angefangen, Videos hochzuladen. Davor hatte ich vielleicht 3 oder so und dann habe ich richtig angefangen. Dann fragt die liebe Svea Lange, gucken deine Eltern deine Videos? Mein Papa und meine Mama, ja, ab und zu schon. Also nicht jedes, aber doch, wenn sie Zeit haben, gucken sie sich es auch an. Was ist deine Lieblingsschminkmarke aus der Drogerie? Da würde ich sagen Catrice und P2 und Essen so. Was findest du von Schminkprodukten wie Mascara oder Puder am wichtigsten? Ich glaube, das habe ich ja eigentlich auch schon beantwortet. Also Mascara und Eyeliner auf jeden Fall. Dann fragt die liebe Forever, wenn du einen Tag lang das machen darfst, was du willst, was würdest du machen? So. Ich würde auf jeden Fall so einigen Menschen mal meine Meinung geigen. Klingt ein bisschen komisch, aber ich habe sehr viel unausgesprochen in meinem Herzen, weil ich weiß, dass es viel kaputt machen würde. Und wenn es keine Konsequenzen hätte, würde ich auf jeden Fall einigen mal ordentlich die Meinung geigen, ohne dass was passiert. Ich glaube, das wäre so das Krasseste. Und sonst so Regeln brechen, wüsste ich jetzt nicht. Also fällt mir gerade nichts extrem Krasses ein, was jetzt verboten ist, was ich unbedingt machen wollen würde. Was wäre ein möglicher Grund, mit YouTube aufzuhören? Ich weiß nicht, wenn ich so ein Ereignis habe, irgendein schlimmes Ereignis, wie zum Beispiel, dass jemand stirbt oder jemand irgendwas Krasses hat aus meinem Umkreis, würde ich wahrscheinlich vorübergehend erstmal aufhören und dann weitermachen, wenn sich das geklärt hat. Aber so jetzt aufhören für immer, weiß ich nicht. Also eigentlich. Und zum Schluss fragt nochmal meine liebe Beautyfee, ob ich auf den Video Days in Köln bin. Und ich würde sehr, sehr gerne zu den Video Days, aber ich glaube, da bin ich nicht. Also zumindest momentan bin ich da nicht. Aber vielleicht nächstes Jahr. Oder egal, irgendwann. Auf jeden Fall bin ich da mal. Gerade jetzt erstmal nicht. So, und das war's. Es waren super viele Fragen. Vielen Dank. Ich beende das Video jetzt schnell. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke nochmal für ein Follow Me Around in Thailand. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und bis ganz bald. Tschüss.